jetzt eine ganze Zeit gespielt, habe hier die Base soweit vorbereitet, aufgebaut, habe sogar schon mit Holz mittlerweile angefangen anstelle von Stroh. Bin jetzt eigentlich so weit, dass ich sage, ich möchte hier meine Ställe und auch meine Farm ins Leben rufen. Ich habe mittlerweile fünf NPCs hier, fünf glaube ich. Eine ist hier gerade noch dabei aufzuwachen. Und wenn euch interessiert, wie ich die alle eingesetzt habe, wie ich hier die Arbeit optimiert habe, gibt es dazu einen eigenen Guide. Den könnt ihr euch natürlich angucken jederzeit. Ich verlinke euch das Ganze auch hier unten nochmal. Ja, also die Base ist soweit vorbereitet. Und hier haben wir schon mal ein paar Felder in Vorbereitung. Ich habe auch zwischendurch schon mal Mais angebaut, um Futter herstellen zu können. Und da hinten sind die beiden Ställe. Einmal für die Wasserschweine und einmal für die Hühner. Ich habe jetzt bewusst gewartet, bis ich Level 25 bin. Und zwar gehe ich hier mal in den Technikbaum. Du kannst schon Tierzucht lernen, relativ früh, Level 10. Da musst du aber alles selber machen. Ja? Also du musst ständig hinterher sein, dass die Schweine Futter haben und, und. Damit habe ich jetzt gewartet, bewusst, weil ich mache es lieber so, dass ich das Ganze automatisiert mache und selber rausgehe in die Welt und die Welt erkunde. Das gleiche gilt für die Nutzpflanzen, kannst du auch mit Level 10 schon machen. Hier ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass jede Pflanze auch immer Dünger braucht. Und nicht jeder Dünger, zum Beispiel hier das Steinpulver, ist unbedingt so einfach herzustellen. Hier haben wir zum Beispiel das Heuschreckengift. Das muss man gerade am Anfang eher irgendwo finden, beim Barbarenstamm, wenn man das Camp überfällt. Die Sachen sind jetzt nicht so leicht herzustellen von den Inhaltsstoffen her. Der nächste Step ist hier die hochwertige Pflanzung. Damit ich das Ganze eben automatisieren kann, muss ich einerseits diese Kornkammer haben. Andererseits für die hochwertige Züchtung muss ich die Zuchtfarm bauen. Das kannst du beides erst mit Level 25. Deswegen habe ich jetzt gewartet, bis ich hier Bewusstseinsstärke 25 habe und diese Sachen freischalten kann. Und wir schalten jetzt mal hier die Kornkammer frei und wir schalten frei die Zuchtfarm. Wir haben die Stelle ja schon gebaut. Wie gesagt, das war ja auf Bewusstseinsstärke 10 möglich. Ich gebe jetzt hier in Auftrag, dass er mir herstellt die Fallen, die kleine Falle, die mittlere Falle habe ich mir schon herstellen lassen, das ist schon erledigt. Wir brauchen die kleine Falle, um diese Tiere hier einfangen zu können. Die Hühner, wir brauchen die Kornkammer und wir brauchen die Zuchtstation. Das geben wir jetzt hier auch gleich in Auftrag. Wir lassen jetzt hier herstellen die Zuchtfarm und die Kornkammer. Hier habe ich jetzt mal nicht automatisiert, weil das sind eigentlich immer alles Einzelaufträge. Also ich brauche ja nicht jeden Tag eine Kornkammer zum Beispiel. Es sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Wir haben die Werkbank, wenn du so willst, für die Tierzucht, die Zuchtfarm. Als erstes teilen wir hier einen Betreuer zu, und zwar müsste das der hier sein. Der hat aktuell Kochherd, Erdtrockenkammer. Der wird aber nur letztlich nur die Tiere betreuen. Aber solange er nichts anderes zu tun hat und wir noch keine Tiere gefangen haben, wird er das hier machen. Ich habe aber noch einen zweiten besorgt, weil wir hatten keine Kartoffeln. Und ich bin losgezogen. Ihn hier habe ich auch mitgebracht, den Feuersteinbarbar Level 13, als ich Kartoffeln besorgt habe. Der hat ganz gute Werte. Alle haben irgendwie Nachteil dabei, aber der hat hier ziemlich gute Kampfwerte. Der soll dann erstmal unsere Pflanzungen machen. Der geht zwar nur bis Level 86, das heißt, der kommt nur bis zu dieser Stufe hier. Den haben wir jetzt und wie gesagt, ich habe ihn dann letztlich mitgenommen, weil er im Kampf sich ganz gut auch entwickeln kann. Zwar auch nichts über 120, aber er könnte ein guter Kämpfer auch sein. Die Felder haben wir hier. Dann haben wir hier diese Kornkammer. Damit das Ganze automatisiert funktioniert, brauchen wir die Kornkammer. Hier werden wir aktuell den Feuersteinbarbar einteilen und wir stellen auch gleich ein, was wo gepflanzt werden soll. Hier unten machen wir letztlich Kürbisse hin. Dafür gehen wir auf Nutzpflanzenart festlegen und wählen dann hier aus, was dort angepflanzt werden soll. Hier, da werden wir Kartoffeln anpflanzen. Man muss ja auch gucken, viele dieser Sachen haben wir ja noch gar nicht. Aloe wäre auch wichtig. Hier unten haben wir unseren
Düngeeimer, der ist schon mal eingestellt, dass er die Basisdünger herstellen soll. Ein bisschen schwierig ist hier Steinpulver herzustellen, weil da brauchst du eben Säureflüssigkeit und Salpeterpulver. Und ja, das haben wir jetzt aktuell noch nicht, deswegen habe ich erstmal die anderen drei gemacht. Meine Erfahrung ist, dass sich die NPCs, wenn du so willst, am leichtesten tun damit, einfach die Sachen hier zu bearbeiten. Der nächste Step ist natürlich, dass wir uns dann Tiere besorgen. Wir haben hier kleine Fallen und mittlere Fallen. Für die Fasane brauchen wir die kleinen Fallen und für die Schweinchen brauchen wir die mittleren Fallen. Und wenn ihr wissen wollt, welches Tier was benötigt, dann kann man hier mit J in dieses Menü reingehen und unter Jagd und dann hier im Bestiarium hier rechts. Da kann ich dann die Tiere sehen, die ich bereits gejagt habe, also die ich bereits schon getötet habe und wie man die auch füttern kann. Alle Tiere, die wir hier halten können, die haben auch ein eigenes Futter, das man herstellen kann. Aber zum Beispiel zur Jagd, auch Truthähne sind es ja, kann ich mir hier zum Beispiel Heuschrecken oder Giftkäfer mitnehmen, um sie einzufangen. Für das Wasserschwein können wir hier eine Nuss mitnehmen, wenn wir haben, oder einfach auch Mais mitnehmen. Mais funktioniert auf jeden Fall auch. So könnt ihr eben im Bestiarium genau sehen, bei den Tieren, die ihr fangen könnt, was die dann letztlich essen werden. Die meisten dieser Tiere können wir ja nicht halten irgendwie in einem Käfig hier. Ja, und dann haben wir hier noch den kleinen Baumstumpf für einen Affen. Und das ist das Affenlagernest. Wir werden uns auch einen Affen besorgen. Um die zu fangen, musst du ihnen gar nichts in den Käfig tun, sondern stellst einfach eine Falle auf und der läuft dann da rein. Das ist ganz einfach. Und der besorgt dann dieses ganze exotische Obst. Das braucht man für die Alkoholherstellung und Alkohol wiederum ist ein Booster für den Kampf. Schweine haben wir direkt hier vor der Tür. Da sollte auch eins dabei sein, das wir fangen können, denke ich. Wir machen mal das Kroko weg. Keine Ablenkung. Gut. Wir brauchen Wasserschwein, das erschreckt und wegrennt. So, hoffentlich. Nein, jetzt, das andere ist jetzt wieder respawn schon und geht jetzt hin und frisst den Mais. Pass auf. Noch ist die Klappe offen. Unser Baby kommt. Aber da steht ein großes und unser Baby ist drin. Ihr müsst natürlich immer ein männliches und ein weibliches Tier fangen, damit die Produktion auch funktioniert. Idealerweise dann auch vorher die Feinde rundherum beseitigen. Wasserschwein jagen. Wenn es kein Baby ist, dann kann es auch da reingehen, aber dann kannst du es entweder nur hinrichten oder freisetzen. Und wir jagen das jetzt und ja. Die Fallen sind eh hinfällig. Jetzt müssen wir unser Wasserschwein nur noch heile nach Hause bringen. An diversen, wahrscheinlich respawnten Hunden und Krokodilen vorbei. Da ist das Krokodil. Nein. Nein, 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 nein. Hau ab. Hau ab, Hund. Bin natürlich langsamer jetzt. Ihr könnt das Tier natürlich auch absetzen und kämpfen. In der Regel werden die nicht bewusst angegriffen. Aber es kann im Eifer des Gefechts schon passieren, dass das Tier dann trotzdem stirbt. Da ist es. Es ist männlich. Es ist männlich. Und es hat gepupt. Und da kommt unsere Betreuerin für den Stall wird dann, ach guck mal, da hat sie das hingelegt. Was hier gefüttert werden darf, kannst du einstellen in Schlachten und Nahrung einstellen. Ja, Wildfrucht will ich eigentlich nicht. Ich möchte im Prinzip, dass sie Wasserschweinfutter benutzt und nichts anderes. Verfeinertes Wasserschweinfutter haben wir noch gar nicht. Das gute Obst brauchen wir für Alkohol und ab und zu brauchen die Tiere Gerinnselbeseitigungs-Decoct. Das heißt, die können erkranken. Dann muss es möglich sein, dass die hier Medizin bekommen. Je nachdem, wie ihr das hier einstellt, wird mehr oder weniger schnell geschlachtet. Ich stelle es mal auf 80 und dann bestätige ich meine Einstellung. Die Jagd auf Fasane funktioniert natürlich im Prinzip genauso. Ihr braucht viel Geduld und eine andere Falle, die kleine Falle, natürlich anderes Futter. Und dann sollte irgendwann der erste Truthahn gefangen sein. Ein Baby-Truthahn. Auch da ist es so, das müssen die Babys sein, die erschreckt wegrennen,
wenn ihr sie fangen wollt. Und der Affe, den ich hier habe, das war sozusagen Beifang. Den habe ich unterwegs hier noch aufgesammelt, auch mit einer Falle. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo oder ein Like da. Wenn ihr sehen wollt, wie ich einen Panther fange, dann verlinke ich hier ein Video, wo ihr das sehen könnt. Macht's gut, bis dann und ciao.